Wo ist Kyra? Sie ist... Vermisst du mich schon, Söldnerin? Kyra, ich habe dir etwas zu sagen. Dein Gesichtsausdruck. So ernst. Setz dich, entspann dich, trink etwas Wein. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und wir machen die nächste Mission im Vimort. Ja, ich weiß zwar nicht, wo du meinen Adler siehst, aber ich glaube, du redest mit mir. Oh, was soll das Geflüster? Psst, wenn die Soldaten uns hören, bringen sie mich um. Du bist die Söldnerin, die für Kyra und die Rebellen arbeitet, ja? Ja. Allerdings. Ja, das bist du. Viele flüstern von deinen Taten, Söldnerin. Viel Geflüster und viele Geheimnisse über das Rebellenmädchen. Wenn du etwas weißt, dann spuck es aus. Wenn die Soldaten mich sehen, dann töten sie mich. Bei Apollon, sie haben es bereits versucht. Da ist ein Haus am Marktplatz, schon lange mit Brettern vernagelt. Schleiche dich hinein, dann reden wir. Seltsam. Ich sollte das Haus suchen und rausfinden, was die Bettlerin mir sagen will. Also gut. Das Haus ist vernagelt. Hier bin ich richtig. Tiante, ich bezahle dich gut, damit du den Mund hältst und wegbleibst. Suche noch einmal mein Haus und schicke euch beide zuvor. Aber worüber? Blutige Fußspuren von einem Kind. Es muss sich in der Truhe versteckt haben. Moment. Moment. Du sagst, sie sind von einem Kind? So. Also. Wir schauen uns jetzt mal deine Schuhe an, Cassandra. Guck mal. Da sind noch niemals Kinderfüße. Die sind ja sogar fast größer wie bei Cassandra. Diese Frau wurde ermordet und würdelos im Freien liegen gelassen. Eine Athener Speerspitze steckt zwischen den Rippen. Ich will nichts sagen, ne? Aber woran erkennen die, dass das eine Frau ist? Also in der Echtzeit, Cassandra, ne? Können sie bei der Spurensicherung arbeiten. Die würden sich freuen. Ich finde die Hinweise. Naja, wird oben noch was sein. Genau. Hölzerne Puppen. Eine Mutter mit Kind. In eine ist ein M eingeritzt, in die andere ein K. Hier gibt es nichts mehr zu finden. Mutti und Kind. Mit dieser komischen Frau sprechen. Es waren bestimmt schon Soldaten da drin. Nee, keiner hier. Ey! Was hat die Söldnerin gefunden? Eine Leiche. Eine Frau. Getötet durch einen Athener Speer. Ist das alles? Dort lag auch ein Brief von Podarkes. Er drohte beide zu töten, wenn sie ihr Schweigen bricht. Beide. Warum ein Kind töten, außer... es war seins. Psst! Sie könnten zuhören. Nun sag mir leise, was du noch gefunden hast. Die Puppen. Sie tragen die Buchstaben K und M. M steht für Martha. Du hast gefragt, für wen ich arbeite. Die kleine Puppe mit dem K. Das Kind war Kyra. Ja, ja, und das heißt... Bei den Göttern, Podarkes ist Kyras Vater. Sehr weise, Söldling. Wirklich sehr weise. Kyra muss es erfahren. Sie würde dir nie glauben, niemals. Ihr ganzes Leben lang jagt sie den Mann, der Athena schickte, um ihre Mutter vor ihren Augen zu töten. Doch Kyra haben die Götter verschont. Sie konnte fliehen. Woher weißt du das alles? Ich war dort, Söldnerin. Ich habe die Kleine beschützt. Als die Athener versuchten, mich zu töten, konnte Kyra vorbeischlüpfen. Schlüpf, schlüpf. Du warst daran beteiligt. Mein Name war Ortonia. War. Ich war Podarkes Dienerin. Was? Nacht für Nacht kam Kyras Mutter zu seinem Haus. Die Kleine wollte ihren Vater kennenlernen. Podarkes ließ sie mich fortchecken. Doch sie kam immer wieder, also schickte mich Podarkes mit einer Nachricht zu ihr.
Die Warnung. Sie hat nicht gehört. Podarkes schickte mich wieder dorthin, diesmal mit Athena-Soldaten. Kyra muss erfahren, dass Podarkes ihr Vater ist. Aber ich sage es ihr erst, wenn ich es beweisen kann. Die Frau kam eines Nachts zu Podarkes Haus und bat mich, ihm eine Puppe zu geben, die Kyra für ihn gemacht hatte. Wenn Podarkes sie hatte, hat er sie vielleicht immer noch. Das können nur die Götter wissen. Ich finde diese Puppe. Jetzt ist die Söldnerin, für wen sie arbeitet. Die Rebellen. Hoppala. Befindet sich im Haus des Anführers. War sehr schön. Wenn Podarkes die Puppe in seinem Haus versteckt hat, werde ich sie finden. Bei meinem Glück sind jetzt wahrscheinlich wieder Soldaten oben. Ne? Da ist die Puppe. Wie gut, dass ich das Haus des Anführers gerade schon gesäubert habe. In der letzten Folge. So. So geht es doch ratzfatz. Podarkes hat Kyras Puppe behalten. Sie hat den Buchstaben P eingeritzt. Für Pater. Das Versteck ist in der Porphyrionhöhle. Höre das die ganze Zeit noch. Die Rebellen verdienen auch davon zu erfahren. Doch für einige bedeutet Blut alles. Sie könnten sie verlassen, wenn sie erfahren, dass Podarkes ihr Vater ist. Naja, schauen wir mal, was sie dazu zu sagen haben. Die lieben Leutchen. Viel stylischer so zu reiten. Was? Da unten müssen wir hin. Stellt sich mir nur die Frage. Wie kommen wir da wieder rein? Wieso sage es mir doch? Oh geil, ich habe das Ostragon-Rätsel gefunden für die Höhle. Da haben wir wieder einen Steinbruch. Ah. Ella. Ella, Ella. Ich hatte das doch schon mal auf der Karte, bisschen ja, da komme ich zu dem Steinbruch runter, das bringt mir nichts. Aber doch. Ist da drüben der Eingang gewesen? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, anscheinend war das der falsche Weg. Hopp. Ah, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt hat das Pferdchen ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Gleich geht's zurück in die Zukunft. Nicht dein Ernst, ne? Ich werde verrückt. Los. Hopp, stell ihn jetzt an. Und er ist da. Ella. Dann geh mal da wieder über die... über den Eingang zur Höhle rein. Den anderen gerade nicht finde. So.
Das Ostrakon-Rätsel hat man ja gefunden gehabt. Dachte ich. Dass die Kassandra auch immer eine Möglichkeit sucht zum Klettern. Hallo. Wo ist Kyra? Sie ist... Vermisst du mich schon, Söldnerin? Kyra, ich habe dir etwas zu sagen. Dein Gesichtsausdruck. So ernst. Setz dich, entspann dich, trink etwas Wein. Was ich zu sagen habe, ist nur für dich bestimmt. Folge mir. Jetzt gehört meine Aufmerksamkeit ganz dir. Was wolltest du mir sagen? Ich sage es einfach gerade heraus. Podarkes ist dein Vater. Soll das etwa ein Witz sein? Es ist kein Witz. Dafür bringe ich dich um! Was? Das kann nicht sein. Was habe ich dir denn Schlimmes getan? Es tut mir leid. Er hat mir alles genommen. Wie hast du sie gefunden? Ich fand euer altes Haus. Ich weiß von deiner Mutter. Ich höre sie immer noch schreien. Ein Sturm aus blauen Rüstungen und roten Klingen fuhr durch unser Haus. Ich musste durch Mutters Blut laufen, um zu fliehen. Ich bin nie dorthin zurückgekehrt. Das war auch besser so. Danke, dass du es vertraulich behandelst. Meine Männer müssen es nicht wissen. Noch nicht. Doch bitte geh jetzt. Ich muss jetzt allein sein. Okay. MW Mod abgeschlossen. Juhu. Ach, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt, den könnten wir natürlich auch noch zuweisen. Machen wir mal das hier. Die nächsten drei Level investieren wir hier noch, dass wir erstmal alles haben und dann können wir noch ein bisschen aufleveln hier die ganzen Geschichten. So. In Winter. Helm. Schaut bestimmt lustig aus, das Ding. Bringt uns alles nix. Das bringt uns was. Aber optisch möchte ich die gerne noch bitte verändern, ja? Oder wir gehen auf die majestätischen Beinschienen. Denn die bieten nochmal mehr Rüstung. Trotzdem mal am Design was ändern.
Lass mal's dabei. So, vom Bogen her denke ich. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Und auch hier vom Nahkampf denke ich, sind wir aufgestellt. Auch das ist Case. Wie viele Artefaktfragmente brauchen wir denn noch? 3, oder? Um den Speer wieder zu verbessern. Ja. Naja, gut, einen hätten wir ja noch. Dann würden aber immer noch 2 fehlen. So ein Mist. Was haben wir denn da drüben? Mirene und Cassandra waren bereit, ihr Haus in Sparta zurückzufordern. Damit auch ihre spartanische Bürgerschaft. Das Sparta war noch nicht bereit für sie. Zugehörige Quests. Mhm. Okay. Na, ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem erstmal auf der Insel weiter, dann die Nebenquests zu Ende, bis wir die haben und dann schauen wir uns mal wieder die Hauptquest an. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis bald.